Ich bin mal wieder unterwegs in Deutschland zu den interessantesten Garten- und Landwirtschaftsprojekten, die man sich so vorstellen kann. Heute bin ich auf dem Permakulturhof Neuland. Eier, Gemüse und Obst etc. angebaut von Hand, Herz und der Natur. Und ich habe den Daniel neben mir stehen. Und der Daniel wird uns heute dieses Projekt mal vorstellen, worum das hier geht, was die Zielsetzung ist und wie das umgesetzt wird. Bleiben Sie mal dran, wird spannend. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neulich im Garten.de/blog und auf meinem YouTube-Kanal. Daniel, wo sind wir hier? Wir sind hier in Borken. In Borken. Ganz genau in Redebrügge. Kennt wahrscheinlich kein Schwein. Was ist der Permakulturhof Neuland? So in zwei Sätzen. Ein Paradies, was gerade entsteht. Ein Paradies, was gerade entsteht. Ganz genau. Also mein Sohn würde unter Paradies sich vorstellen, ein Raum voller Rechner. Ja, nee, das ist nicht meine Vorstellung von Paradies. Nee, was ist deine Vorstellung von Paradies? Ja, meine Vorstellung, die ist ja sehr vielseitig. Also die geht hin von der Pflanzenwelt, dass sie sehr artenreich ist, von der Natur, geprägt von sehr vielen Insekten, Vögeln, allgemein mehr wilde Tiere wieder. Und dass die Umgebung nicht nur aus Beton oder Kieswegen besteht, sondern aus Pflanzen, die grün sind, wo man von der Arbeit nach Hause kommen kann und sagen, hier kann ich entspannen. Gut, das hätte auch im Vorgarten gereicht. was setzt du hier um? Was ist Permakultur auf Neuland? Also Permakultur auf Neuland entsteht gerade erst. Ja. Wir arbeiten uns an das Thema heran, weil für uns gibt es keine klare Definition. Die ist auch nirgendwo ersichtlich, was Permakultur eigentlich ist. Deswegen nehmen wir einfach den Leitsatz, die Umwelt in ein Paradies zu verwandeln. Und ja, das werde ich euch jetzt versuchen zu zeigen, wie wir das machen. Okay, du führst uns rum. Was ist die erste Station? Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier hinten das Biotop mal an, was gerade entsteht. Ja. Da haben wir jetzt ein paar Obstbäume gepflanzt und Bärensträucher kommen noch hin. Ein Tümpel ist schon mal angelegt. Und danach würden wir rübergehen zum Gemüsefeld. Unsere Testbeete würde ich euch einmal zeigen. Okay, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Alles klar. Daniel, wenn ich dich also richtig verstanden habe, ist das so ein Misch aus Mietgarten und Gemüseproduktionsunternehmen. Genau. Oder wie verstehe ich das? Also wir haben hier vorne 10 Parzellen an den Verein Essbare Stadt Borken verpachtet, ja, womit wir schon mal die Hälfte der Hofpacht wieder reinholen und das Thema Selbstversorgung an die Leute, die daran interessiert sind, wieder näher zu bringen. Das kommt auch an? Das kommt sehr gut an. Also alle Beete, die wir haben, die sind komplett ausgebucht. Ein paar geben jetzt auf, aus krankheitlichen oder Schwangerschaftsgründen. Und die Beete sind aber schon nächstes Jahr wieder belegt. Und der Rest, auf dem Rest dieses Permakulturhofs versuchst du Gemüse anzubauen, was du letztendlich verkaufst? Genau, ich verkaufe jetzt an einem Restaurant, einen Bioladen und einen Kindergarten in Zukunft. Und der Rest, der ist Laufkundschaft. Wir haben hier in der Woche so 15 bis 20 Stammkunden. Wächst jetzt in letzter Zeit stetig. Da muss man dazu sagen, dass wir jetzt erst seit einem Monat diese Kiste im Angebot haben. Wir machen eine Gemüsekiste für 10 Euro fertig. Da ist dann aktuell drin rote Beete, Möhren, Kohlrabi, Salat, Tomaten. Du rechnest dir aus, dass du damit irgendwann genügend Geld verdienen kannst? Nee, also ich werde wahrscheinlich erstmal nicht damit genügend Geld verdienen. Habe auch erstmal nicht die Ambition, weil mein Job mir im Moment sehr viel Spaß macht. Ich möchte eigentlich das nicht nur als Hobby weiter betreiben, sondern im Nebenerwerb damit Geld verdienen, weil ich halt jede freie Sekunde eigentlich hier bin. Und dass sich auch lohnt, damit, ich sag mal, ein gutes Einkommen nebenbei zu erwerben. Daniel, hast du irgendeine gärtnerische Ausbildung? Nee, ich bin Hobbygärtner gewesen. Nee, ich würde schon sagen, dass ich jetzt noch kein Profi bin, aber auf einem guten Wege dahin. Zumindest was den händischen Anbau angeht. Ich bin jetzt kein Großlandwirt, der sich mit Treckern auskennt oder mit tiefer Bodenbearbeitung, wie auch immer. Du hast mir aber gesagt, du hast einen landwirtschaftlichen Betrieb angemeldet. Ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb versucht anzumelden, also ich bin noch nicht wirklich als Landwirt anerkannt, möchte aber als Landwirt anerkannt werden, weil ich denke, das, was wir hier betreiben auf der großen Fläche, ist Landwirtschaft. Wozu braucht dein Hof ein Biotop? Ja, wenn man das jetzt sich beobachtet, wenn man da gleich mal die Kamera draufhalten kann. Wir haben ja Bienenhaltung und wir haben auch Wildbienen. So, und wir wollen einmal natürlich auch Honig gewinnen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Die Bienen, wie man sieht, die setzen sich auf der Entengrütze und haben was zu trinken. Wir haben nebenan die Ahr, manchmal fließt sie sehr langsam, dann gehen die Bienen auch dahin. Aber gerade an so einem heißen Sommer wie jetzt ist das für die eine ideale Stelle, um zu trinken.
Sag mal, wie lange seid ihr jetzt eigentlich schon mit dem Projekt dran? Also wir sind seit letztes Jahr, 2017, im August gestartet. Ja. Haben so zwei kleine Mini-Bagger geholt, haben das ganze Gelände so ein bisschen formiert, damit das so aussieht, wie wir das hier haben wollen. Wir haben die Einfahrt vorne geändert, wir haben ein paar Flächen begradigt, haben den Tümpel allerdings von Hand angelegt, hatten die ersten 5 Tage richtig Spaß mit dem Bagger, weil wir uns erstmal dran gewöhnen mussten. Und der Bauer, von dem du das gemietet hast, der hat gesagt, der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ey, du hast ja nicht alle oder was? Ich sag mal, der hat natürlich eine ganz gewisse gesunde Skepsis und ist auch berechtigt, weil letztendlich gibt es sowas, was wir machen, ja noch nicht. Oder halt in sehr kleinen, Keimzellen in Deutschland, die gerade entstehen. Da gibt es unter anderem die Bonnkamp-Höhe in Essen, die halt auch schon professioneller machen als wir. Und ich denke mal auch schon mehr Geld machen als wir. Aber er hat natürlich nicht direkt gesagt, das ist alles Mumpitz. Ich denke schon, dass er das interessant findet und sich halt auch anguckt. Und nicht direkt sagt, alles ist scheiße. Daniel, was ist deine Definition von Permakultur? Ich meine, wenn ich mir das betrachte hier, du hast gesagt, du pflügst oder fräst im Frühjahr. Es unterscheidet sich nicht groß von dem, was ich tue. Ich habe auch meine Pflanzen, die ich liegen lasse. Was ist deine Definition von Permakultur? Gibt es überhaupt eine, die allgemeingültig ist? Nee, ganz klar nicht. Also ich sehe da kein einheitliches Konzept. Auch auf die Frage vielleicht direkt vorwegzukommen, ob Permakultur die Lösung der Landwirtschaft ist, wage ich auch zu bezweifeln, weil man sieht einfach noch nicht, dass es irgendwo so funktioniert. Man sagt, da könnte man vielleicht flächendeckend ausweiten. Aber das ist mein eigenes Projekt, das herauszufinden. Und dann hoffe ich auch darauf, dass das alles so vermittelbar ist, dass andere das nachmachen. Aber welche Aspekte der Permakultur hebst du hier besonders hervor? Was benutzt du besonders, ja, in besonderem Maße? Also in besonderem Maße versuchen wir hier den Boden zu schützen und zu mulchen und aufzuwerten. Wir haben hier starken Sandboden und wir versuchen mit allen organischen Mitteln, die hier am Hof entstehen, den Boden, ich sag mal, sich oder zu erholen durch eine Humusschicht, die sich nach und nach aufbaut, und den Boden aufzuwerten statt auszunutzen. Allzu viel Gemüse wächst hier ja nicht mehr. Ja, wir sind schon komplett ausverkauft. Das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Nee, also im Frühjahr stand hier, wo wir jetzt gerade stehen, Spinat. Ne, den haben wir abgeerntet, verkauft. So, das, was geschossen ist, haben wir wieder vor Ort kompostiert. Dann haben wir Ringelblumen wachsen lassen und haben dort raus Salbe gemacht, haben Blumensträuße gewickelt, haben die verkauft oder auch für unsere eigene Deko genutzt. Letztendlich auch als Gründüngung verwendet, um organisches Material hier anzuhäufeln. Wie man das sieht, ne, haben wir hier vorne die alten Ringelblumen liegen. Das Saatgut von denen, die heruntergefallen sind, kommt nach. Das geht jetzt noch einmal auf und wird vor der Blüte damit runtergeflücht. Dann wird hier alles mit Stroh und dem organischen Material, was hier entsteht, abgedeckt für den Winter. Wird im Frühjahr einmal eingefräst und dann kommt erstmal das falsche Saatbeet. Das heißt, wir lassen 2 Wochen, lassen wir das Beet keimen von dem Saatgut, was da gerade drin ist. Es wird dann einmal platt gemacht, also da fahren wir nochmal mit der Fräse drüber. So, und das war es dann aber schon an Bodenbearbeitung bei uns. Dann kommt nämlich die Direktsaat ins Freiland oder die Jungpflanzen, je nach Kultur, die wir anbauen. Und die werden dann hier gesetzt. Daniel, meinst du, du hast gegen die Konkurrenz der Landwirte irgendeine Chance? Hast du eine Auswahl an Pflanzen, die du letztendlich kultivieren willst? Ich nehme an, mit einem Weißkohl kannst du mit einem Bauern nicht konkurrieren. Also gegen die normale Landwirtschaft habe ich keine Schnitte, das ist mir voll bewusst. Wir setzen auf außergewöhnliche Kulturen, verschiedene Farben von Kartoffeln, verschiedene Tomatensorten und versuchen da oder bedienen, muss man ja sagen, wir machen es ja schon, eine Nische mit einer Kaufkraft, die da ist, ne? Und wir merken, es wird immer mehr. Also die Nachfrage, die steigt rapide. Ich denke auch, dass den Leuten immer mehr bewusst ist, dass die Sachen, die sie kaufen können, herkömmlich im Supermarkt vielleicht nicht das Beste ist. Ich meine, man schmeckt schon, ne? Wenn man einmal selber was angebaut hat, und nichts anderes ist das ja, was wir hier machen, die Tomaten oder Zucchinis, Kürbisse probiert, es kommt kein Supermarkt geschmacklich ran. Und darauf setzen wir, und wir setzen auch auf die Leute, dass sie das merken, dass denen das bewusst wird und auch mal bereit sind, 1 Euro mehr zu zahlen. Hat dich gefragt, wie groß das ganze Gelände ist? Ja, 5,5 Hektar. Also insgesamt unsere kompletten Flächen, die wir haben. 5,5 Hektar, die teilen sich auf in? Knapp 4,5 Hektar Wald. Ja. Ja, also wir machen auch noch biologische Holzwirtschaft. Das heißt, im Winter verdienen wir ein bisschen Zubrot durch Holzverkauf, aber mehr im privaten Bereich. Das sind dann Bekannte und Verwandte. Und
im Prinzip ist der Wald für uns dann noch ein Erholungsort und wo wir auch Kompost oder organisches Material entnehmen, um hier den Acker aufzuwerten. Und die eigentliche Anbaufläche ist wie groß, die jetzt maximal zur Verfügung steht? Also reine Gemüseanbaufläche haben wir gut 2000 Quadratmeter, das heißt ein Fünftel Hektar. Und der Rest von dieser Ackerfläche wurde jetzt zur Streuobstwiese umgewandelt. Das sind dann gut knapp nochmal 3000 Quadratmeter. Und dann haben wir halt noch die restliche Fläche von 500 Quadratmeter, wo jetzt das Gewächshaus draufsteht. Wo kriegt man so viel Land her? Also bei uns kriege ich keins. Ja, man muss natürlich schon jemanden finden, sag mal, der das Stück Land nicht bewirtschaften kann, möchte. Oder ja, man muss schon Glück haben, jemanden zu finden, der einen das bereitstellt. Vitamin B. Ja, oder vielleicht auch ein charmantes Auftreten. Okay, das hast du mir voraus. Okay, das ist in Ordnung, das lasse ich durchgehen. Dann, ihr habt euer Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Hinter uns ist noch ein großes Stück, was noch umgewandelt werden kann. Ganz genau. Das wird auch alles so kommen. Das wird auf jeden Fall kommen. Also wir haben jetzt für nächstes Jahr einen großen Auftrag von unserem Restaurantbesitzer reinbekommen. Das heißt, wir müssen die komplette Ackerfläche, die wir hier haben, auch nutzen. Die stand jetzt vorher bei uns im Hintergrund, stand eine Wildblumenwiese. Allerdings hatten wir ja so einen warmen Sommer, dass wir hier dann nachher nur noch eine Wüste hatten. Das heißt, wir haben gesagt, wir sensen das ganze Eimer, lassen das Kompostmaterial liegen. Und durch den Samen, der dabei rumgekommen ist, wächst gerade auch schon wieder die Wildblumenwiese nach. So, das Ganze wird dann im Herbst noch einmal gesenst, nächstes Jahr im Frühjahr gefräst, glatt gehakt und dann kommt hier Gemüse. Also ich verstehe das richtig, du schließt einen Vertrag mit einem Restaurant ab, der dir ein Gros der Ernte abnimmt. Genau, also wir haben mit ihm die Kulturen, die er braucht, sind wir durchgegangen und da sind jetzt knapp 20, 25 Kulturen, worüber wir auch schon über Preise geredet haben, weil wir müssen ja auch gucken, dass wir hier irgendwo dann was erwirtschaften, nicht nur alles für hohle Nüsse machen oder aus Spaß, ja, sondern dass auch was dabei rumkommt. Weil die Energie, die man reinsteckt, das ist reine Körperarbeit hier vor Ort, die muss sich natürlich auch irgendwo bezahlbar machen. Ne? Und das haben wir halt mit ihm geschafft. Er zahlt uns Preise, wo wir sagen können, können wir wirtschaften. Ohne Konventionalstrafe, wenn du nicht erfüllen kannst. Ganz genau. Also wir haben mit ihm darüber gesprochen, dass natürlich ein Hagel mal eben hier eine halbe Ernte zerstören kann oder ich sag mal ein Schädling eine bestimmte Kultur zerstört. Das regeln wir aber vertraglich jetzt alles so ab, dass er davor gewarnt ist, dass das passieren kann und wir nicht nachher in der Bedrohung kommen und irgendwelche Strafzahlungen machen. Er muss dann halt auf seinen herkömmlichen Gemüseanbieter zurückgreifen. Aber letztendlich, ist die Natur halt so, dass man nicht immer mit ihr planen kann. Ne? Die macht ja letztendlich, was sie will. Da ist ihm auch bewusst und er unterstützt uns dahingehend auch, weil er sagt, alles, was er regional beziehen kann, möglichst halt direkt hier aus dem Ort. Da liegt ihm am Herzen und da ist er auch bereit, einen Euro für mehr zu zahlen. Sag mal, Daniel, was war der Beweggrund, mich hier einzuladen? Also ich denke, dass wir von dir sehr viel lernen können. Von mir? Ja. Haben Sie gehört? Ja. Der eine gesunde Skepsis an den Tag legt, dass Sie ein ehrlicher Kerl sind und auch geradeaus weg einmal die Meinung sagen. Ich habe dir bei dem Vorgespräch ein paar Illusionen genommen. Ja, du, das ist auch vollkommen legitim. Das ist legitim, okay. Letztendlich bin ich bin Idealist, ne? Und vielleicht alles, was ich weiß, stimmt auch gar nicht so. Und deswegen brauche ich auch erfahrene Leute wie dich. Ne? Hey, kann man mal glatt vor den Kopf hauen, hör mal, was du da machst, ist scheiße. Ne? Hey, Kameramann, fall mich. Ne? Dass du auch mal so sagst, hör mal, mach das so besser. Ne? Glaub mir, so kann man. Hier rein, da ist das Gewächshaus. Ja, und natürlich auch, um ein bisschen bekannt zu werden. Ja, okay, das ist legitim. Wir haben ja auch, also ich bin ja immer wieder froh, wenn solche Projekte an die Öffentlichkeit kommen, wenn es immer mehr davon gibt. Mein Satz, jede Möhre, jede Kartoffel, die aus eigenem Anbau oder aus lokalem Anbau stammt, ist schon ein wichtiger Schritt. Daniel, wie ihr das Gelände übernommen habt, wie hat das ausgesehen? Was war das vorher? Also hier war eine Magerwiese, ja, und zwei Ponys drauf standen. Und das war alles? Das war alles. Wie habt ihr angefangen? Ja, wir sind angefangen. Den Bauern geholt, einmal kräftig pflügen. Ganz genau. Ne, wir haben ja einmal richtig Energie reingesteckt, dem Boden natürlich auch irgendwo nach Permakulturregeln Schaden zugefügt. Aber von Hand ist das halt nicht machbar. Ne, wir sind beide berufstätig. Also wie ist es passiert? Mit dem Bauern? Ja genau, er ist dann mit seinem Pflug gekommen, der war in einer Viertelstunde fertig bei der Fläche. Und dann sind wir hingegangen, haben von Hand mit der Hake die Beete angelegt, vorher natürlich alles mit Schnüren abgesteckt, damit wir die Maße haben. Ja, und so sind wir angefangen. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, du oder deine Frau? Ne, ich. Ja. Das Gewächshaus hat auch vorher schon hier gestanden. Das hat hier gestanden, ja. Nach welchen Kriterien wählst du deine Kulturen aus? Einmal nach das, was mir am besten schmeckt. Ja.
Und einmal das, wo die Leute sagen, da fahren wir voll drauf ab. Worauf fahren die Leute ab? Besonders an verschiedenen Tomaten. Ne? Also an gelben Tomaten, an Tomaten, die aussehen wie kleine P***e, an Tomaten, die gestreift sind oder wie auch immer. Ne? Daniel, was waren die größten Schwierigkeiten, mit denen ihr zu kämpfen hatten? Waren die behördlichen Sachen? Ich nehme an, man kann nicht einfach hier loslegen und sich an die Straße stellen und Gemüse verkaufen. Was waren die größten Hindernisse? Puh. War es der Dschungel, der hier war? Was ist dir als problematischsten aufgefallen? Das Problematische war, die Möhren von Hand aus zu säen, ohne dass das Unkraut mal eben schnell die Möhre überrennt. Also dort nachher die Möhren zu vereinzeln, Unkraut zu bewältigen, allgemeine Unkrautbekämpfung. Obwohl du warst nicht ganz erfolgreich. Ja, doch. Ne? Ja, doch? Ja, doch. Also die Möhren, die zeige ich dir gleich mal. Ja, okay. Hast du schon mal gehört? Ein Jahr Unkraut wachsen lassen, sieben Jahre Ärger. Ja, nee, das habe ich mir auch von dir angenommen. Ne? Ich weiß, ich war hier und da nachlässig. Aber welche rechtlichen Voraussetzungen musst du erfüllen? Du hast ein Gewerbe angemeldet willst eins noch anmelden? Du warst, hast gesagt, die Bürgermeisterin war hier. Ja. Was hat die hier zu suchen gehabt? Wollte sich Tomaten kaufen, oder? Also auf deine erste Frage zurückzukommen, behördliche Gänge hatten wir erstmal nicht gestartet. Wir haben wirklich den Acker, der vorher auch schon mal Acker war, wieder umgewandelt, ne? Weil er muss, oder wenn er eine bestimmte Zeit ruht und Grünland ist, dann kannst du ihn nicht mal eben umgraben. Das hatten wir zum Glück nicht, das heißt, wir sind eigentlich direkt gestartet. Und mit der Behörde hatten wir dann zu tun, das Finanzamt hat gesagt, ja, das ist wahrscheinlich alles erstmal Hobby, ihr kriegt keine Steuernummer. Und dann habe ich dir nach den ersten Verkaufszahlen gesagt, was wir hier machen, dann haben die gesagt, okay, das ist jetzt Landwirtschaft, also kein Gewerbe. Da unterscheidest du ja zwischen Mehrwertsteuer 7% und 19%. Ja, und dann haben wir von denen relativ schnell eine Steuernummer bekommen. Dem bilde ich allerdings jetzt noch ein paar Unterlagen schuldig, da warten die drauf. Und das Einzige, was wir uns erhofft hatten, war schon vorweisen zu können, dass das hier Landwirtschaft ist und auch ein Recht haben, im Außenbereich uns hier ein kleines Betriebsleitergebäude hinzustellen. Deswegen war unter anderem auch die Bürgermeisterin mit dem Bauamt hier. Die haben uns gesagt, dass das ein sehr schwieriger Weg ist. Dass der aber nicht unwägbar ist, sondern es kann funktionieren. So, und darauf hoffe ich auch, ne, weil wir irgendwann hier wohnen und arbeiten wollen. Die Tiere, die ihr haltet, da gehen wir jetzt noch hin, die haben aber mit der ganzen Geschichte erstmal nichts zu tun oder zählen die mit zu deiner Permakultur? Ja, die sind mit dem Betriebszweig, den wir haben. Wir haben gesagt, die Tiere sind ganz gut für den Waldboden, weil die den auch ein bisschen auflockern. Und die sind halt unser Düngelieferant. Das sind Bienen und Hühner und genau, Schweine. Also den Dung nehmen wir von den Schweinen und von den Hühnern. Und mit Bienen fangen wir gerade erst an. Da sind wir in den Anfängen, haben jetzt zwei Kisten dort stehen und versuchen dann langfristig hier auch Honig zu verkaufen. Daniel, ihr seid erst ein Jahr dran. Okay, gebe ich zu. Hast du schon mal bereut? Nee, keinen Tag. Also ich bin jeden Tag nach der Arbeit gerne hier. Wobei, das wäre gelogen. Es gibt auch Tage, da komme ich so kaputt von der Arbeit. Dann lege ich mir in den Liegestuhl, trinke ein Bierchen, auch vielleicht eine nach der anderen. Aber irgendwann packt mich die Langeweile und dann muss ich wieder was tun. Du könntest dein Leben einfacher leben. Habe ich schon gemacht, das war mir zu langweilig. War dir zu langweilig? Ja. Okay. Ja. Hast du auch eins? Das ist Frieda. Das ist Frieda? Ja. Sag mal, hast du eigentlich gar keine Probleme mit deinem Tierarzt? Du hast einfach die Schweine hier rumlaufen. Nee, also ich habe einen Tierarzt, ja. Der findet das Ganze auch ziemlich lustig, aber wenn er kommt, muss er auch nach Richtlinien hier drei Schutzanzüge anzügen, nach jedem Waschgang seine Handschuhe wechseln. Ja, ich darf hier auch gar nicht so rein. Also wenn wir das jetzt streng nehmen und hier sagen, wir machen das hier auf konventionelle Landwirtschaft, dann müssen wir natürlich hier andere Hygienevorschriften einhalten. Wie viele Hühner hast du? Wir haben jetzt 170 Hühner, davon sind jetzt 30 gerade Küken. Und der Rest ist gerade geschlüpft, sodass wir bei ungefähr 300 Hühner im Jahr liegen. Jo, ist gut. Daniel, diese ganzen Tiere, leben die von eigenem Futter oder? Sowohl als auch. Die ernähren sich natürlich von dem, was hier aus dem Wald kommt. Wir haben hier relativ viele Eichen stehen. Davon fressen sich schon mal die Schweine dick. Ansonsten kriegen unsere Schweine jetzt hier, für Minischweine, das ganze Unkraut, was im Sommer hier wächst. Und im Winter bekommen die dann halt ganz normales Futter aus dem Markt, ne? Also Bio-Qualität. Und für die Hühner, hast du mir gesagt, kriegst du tatsächlich Bio-Futter? Ja, das ist mir eine Herzensangelegenheit, dass sie nicht irgendeinen Scheiß bekommen. Und sie bekommen Bioland-zertifiziertes Futter, haben natürlich hier eine große Fläche zum Picken, ne? Wobei die jetzt relativ kahl ist, deswegen werden wir das Gelände hier nochmal um das Doppelte erweitern, um halt
alle 3 Monate das Gelände zu wechseln. Du bist aber noch nicht biozertifiziert, aber irgendwann soll das Ziel der ganzen Sache sein. Also wenn die Situation so ist, dass wir ein Zertifikat brauchen, ne, weil der Kunde das haben möchte, dann bin ich auch bereit, das zu machen. Aber das müsste ich dann auch finanziell halt rechnen. Daniel, denk mal 5 Jahre weiter. Wo bist du in 5 Jahren? Also ich denke, dass ich dann schon da bin, wo ich jetzt hin möchte. Also ich möchte gerne hier bis zu 1000 Obstbäume pflanzen. Wir haben hier noch ein paar Flächen, die dafür halt ausgewählt sind. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Spendenaktion am Laufen, wo jetzt gerade allein in den letzten 5 Stunden 35 Bestellungen reingegangen sind. Und möchte schon da sein, dass ich sagen kann, ich habe die Option, vielleicht, wenn ich mal irgendwann meinen Job aus welchen Gründen auch immer verlieren sollte, ein zweites Standbein zu haben, wo ich drauf zurückgreifen kann. Weißt du, wie meine Videos enden? Nee, gerade nicht. Gerade nicht? Nee. Hast du überhaupt schon eins von meinen Videos gesehen? Ja, natürlich. 6 Stück. Ich habe Durst. Hast du was aus eigener Produktion? Nee, aber ich habe Hopfen im Gewächshaus, ne, weil ich eine Weinpflanze eigentlich haben wollte. Wurde mir aber Hopfen geliefert. Aha. Aber ja, wir machen noch ein zweites Video, wo du mir erzählst, was die Intention eines 26-jährigen Borkeners ist, sich in ein solches Abenteuer zu stürzen. Erstmal bedanke ich mich bei dir für diesen Rundgang. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Ich finde das toll, dass immer noch Leute da sind, die den Mumm haben, Neues zu probieren. Was hältst du eigentlich von meinen Videos? Also die sind sehr informativ. Informativ? Ja. Und ich, oder lachst dich immer kaputt? Auch, ne? Du machst dann alles auf eine witzige, lustige Art teilweise, wo man sagen muss, ja, ne, den Kerl, den guckt man sich gerne an. Wobei teilweise auch natürlich sehr sachbezogen erzählt, was länger dauert, aber wenn man wissen will, wie etwas funktioniert, muss man sich das anschauen. Ne? Gut, in diesem Sinne, Like-Button drücken, abonnieren, Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links. Haben Sie auch so ein Projekt hier? Was weiß ich, Strauße züchten, Kamele züchten, habe ich schon mal gehört. Kräuter oder was auch immer, melden Sie sich bei mir, ich komme vorbei. Ist eine witzige Sache, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein umgängliches Kerlchen. Ja. Doch? Denke ich schon. Okay, in diesem Sinne, bis demnächst. Hey, sag tschüss. Ach so, jo, haut rein. Hey, du musst mehr meiner Videos gucken. Ja, tschüss. Bis dann.